Jetzt gehen wir zu diesen zwei Funktionen noch einmal zurück und schauen wir sie ganz genau an. Es sieht so aus, als ob diese zwei Funktionen eigentlich nur einen einzigen Unterschied haben. Und das wäre ihre zweite, jeweils zweite Zeile, wo wir sagen Delay 3000 oder Delay 1000. Es gibt die Möglichkeit bei Funktionen, das kennen wir noch gar nicht, auch Werte hinzuschicken beim Aufrufen. Das funktioniert folgenderweise. Eigentlich kennen wir das, Sie haben es mehrmals schon bereits benutzt. Delay ist auch so eine Funktion. Und zwar, die heißt Delay und wir schicken ihr den Wert 3000. Genau den gleichen Trick wollen wir jetzt auch benutzen, um unserer Funktion auch einen Wert hinzuschicken. Und diesen Wert wollen wir dann benutzen, um zu regulieren, wie lange sie blinken soll. Um das hier nicht alles durcheinander zu bringen, werde ich mir erstmal eine ganz neue Funktion basteln. Und zwar void blink. Ich benenne es jetzt myBlink. Warum tue ich das? Haben Sie es vielleicht gemerkt? Wenn ich nur Blink schreibe, verfärbt sich dieser Name in Rot. Das bedeutet, der Arduino hier, ihre IDE, ihre Umgebung, hat es erkannt, dass diese Funktion bereits irgendwo definiert wurde. Das ist ein Problem, weil wir die Funktionen, genau wie bei den Variablen, eindeutige Namen geben müssen, die nirgendwo sonst vorkommen. Sonst kommt der Arduino einfach durcheinander und weiß nicht, welche er genau aufrufen soll. Das heißt, wenn Sie sehen, dass es sich rot verfärbt, müssen Sie sich einfach irgendeinen anderen Namen ausdenken, der nicht so ganz trivial ist. Blink ist wirklich ein sehr trivialer Name. Deswegen nenne ich das jetzt myBlink und dazwischen tue ich auch so ein Underscore, damit es besser lesbar ist. Und hier in diesen Klammern, also machen wir es erstmal hier zu Ende. Wir schreiben das auch erstmal genauso den Block hier rein. Und jetzt wollen wir den Unterschied machen. In diesen normalen Klammern, in den runden Klammern, werde ich jetzt int period schreiben. Was bedeutet das? Ich gebe jetzt meiner Funktion myBlink einen Parameter, der heißt period und ist von dem Typen int, also eine ganz normale int-Variable. Das ist ein Spezialfall von internen Variablen, also von lokalen Variablen, die nur in dieser Funktion drin funktionieren und außerhalb überhaupt nicht sichtbar sind. Und hier drin, in der Funktion selbst, kann ich jetzt diesen Parameter benutzen, ohne ihn wieder zu definieren. Und der Wert kommt nicht von hier intern von der Funktion, sondern kommt von dem Aufrufer. Wir werden uns das gleich angucken. Erstmal beende ich hier das Programmieren dieser Funktion. Ich wollte ja diesen Period hier drin benutzen. Diese 1000 lasse ich so, wie es war. Also wenn ich nächstes Mal diese Funktion aufrufe, dann wird er diesen Wert, das ich dann weitergegeben habe, genau hier für das Delay auch benutzen. So, was müssen wir jetzt in unserem Hauptprogramm noch ändern? Erstens wollen wir nicht mehr Blink Long und Blink Short aufrufen, sondern myBlink. Das heißt, ich schreibe hier myBlink und hier schicke ich den Wert, genau wie ich es bei Delay oder bei anderen Funktionen gemacht habe. In diesem Fall ist es 3000. Das werde ich mir jetzt einfach hier kopieren. Hier. Und da, und hier muss ich es, das kurze Blinken, muss ich es nochmal reparieren zu 1000. Diese Funktionen hier, Blink Long und Blink Short, brauche ich zwar nicht mehr, ich lasse sie aber erstmal da, weil sie mich auch nicht wirklich stören. Wenn sie keiner aufruft, dann werden sie auch nicht benutzt und stören auch niemanden. Ich speichere, verifiziere, sieht alles gut aus und ich schicke es zum Arduino. Und jetzt sehe ich, es funktioniert genauso wie davor. Eigentlich gibt es überhaupt keinen Unterschied. Es gibt auch keinen Grund dazu.